Ja, aber Super Metroid ist immer so ein Ding, da weiß ich eigentlich, dass viele das gerne kommentieren, deswegen lasse ich es auch mal frei. Aber wenn dann halt bis kurz vor Eventbeginn sich immer noch keiner eingetragen hat, da denke ich mir dann, ja, dann trägst du dich jetzt ein. Es fängt an, viel Spaß, jo. Leute, und lasst Heinki schwitzen. $25 bitte. Danke. Ja. Bis dann. Das wird jetzt sehr viel Spaß. Ich freue mich drauf. Ja, ich habe schon so ungefähr eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Das ist ja irgendwie $25%, ne? Mhm. Also wahrscheinlich ähnlich wie bei dem Lego-Bauen zu Beginn des Events. Sag mal so, das ist schlimmer als das Lego-Bauen-Ding. Okay. Oh. Wenn du gleich siehst, was gespielt wird. Okay. Also wenn Heinki nicht ins Schwitzen kommt, bin ich gespannt, wie er das hingekriegt hat. Ich meine, es ist Heinki, der ist körperlich wirklich fit. Der ist fit, aber ich glaube, auf das, was jetzt kommt oder kommen kann, ist er auch nicht vorbereitet. Okay. Aber ich denke mal, wir werden während dieses Runs auch die $50,000 voll machen. Kann gut sein. Aktuell sind die Spenden ziemlich zurückhaltend. Oh, okay. Na gut, aber das ist ja eine Kategorie, die ja zum Spenden anregt, quasi. Lassen wir uns mal überraschen. So, dann kann ich ja mal sagen, herzlich willkommen zu Ring Fit Adventures, einem Sportspiel aus dem Jahre 2019, das ziemlich populär wurde während der Corona-Pandemie, weil irgendwie gefühlt alle das gekauft haben, das Spiel nicht mehr erhältlich war für eine Weile. Oh, echt? Und ja, das war eine Zeitweise nicht zu erreichen. Und ja, es ist wirklich ein richtiges Sportspiel, also man kann da richtig hart schwitzen bei. Und wir sehen heute Heinki, den wundervollen Runner, den ihr heute hier auch schon häufiger gehört habt und gesehen. Und wie das Ganze abläuft, ist folgendermaßen. Normalerweise bei solchen $25-Prozent-Sachen starten wir meistens vom Beginn des Spiels. Heinki hat sich hier entschieden, direkt von Difficulty 30 zu starten, also relativ weit im Game und auch relativ schwer im Game. Und gleichzeitig haben wir $25-Prozent. Das heißt, mit jeder $25-Donation, die reinkommt, könnt ihr sagen, dass das Publikum, der Runner, der Host, jeder, der da vor Ort ist, irgendwas machen soll. Das kann von ganz einfachen Dingen sein, wie zum Beispiel zu sagen, yo, Heinki soll sein Fuß-Joy-Con irgendwem anders geben oder ja, den Ring irgendwie wegzugeben oder ähnliches. Es gibt ein paar Ausnahmen, genauer gesagt zwei Stück. Das eine ist, ihr dürft nichts mit Essen schreiben, das wird direkt ignoriert. Also ihr könnt nicht sagen, ja, Heinki, iss jetzt mal bitte 10 Snickers und mach weiter. Boah, das wäre aber auch mies. Das wäre sehr mies. Und zum anderen ist halt alles, was irgendwie so Sicherheitsfragen sind, auch verboten. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, dass Heinki jetzt während des Spiels mal rumrennen soll und Leuten in die Fresse hauen soll oder sowas. Ach so, ja. Also, es soll da aber selbstverständlich sein. Ja. Es gab, glaube ich, noch eine Kleinigkeit, aber an die kann ich mich gerade ehrlich gesagt nicht erinnern. Habe ich den Tweet von ihm noch offen? Da hat er es nämlich einmal geschrieben gehabt, was es noch gab. Ich hatte es mir gerade nämlich nicht mehr aufgeschrieben. Ah, genau, natürlich. Alles, was auch gegen die Twitch-TOS verstößt, das ist natürlich auch verboten. Ja, gut, aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Darf man auch $25 spenden, damit Heinki seinen eigenen Laser zerstört? Kappa? Ich weiß nicht mehr, was damit gemeint ist. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf irgendeiner seiner Command & Conquer Runs, oder? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ja, also das hier ist sehr, sehr anstrengend, so schon von sich. Aber mit $25 könnt ihr halt sehr, sehr viel Shit bauen. Aktuell sieht es mit den Spenden, also eben der Donation-Index ist kaputt oder es kommt einfach wirklich gerade gar keine Spende rein. Was okay ist. Ja, kann auch sein, dass sie jetzt warten, bis der Run losgeht und dann erst anfangen zu spenden. Ja, das kann auch gut sein, ja. Nur auch noch zur Info, zu dem Run selber. Wir sind direkt schon in Welt 5. Normalerweise ein kompletter Run, das sagte Heinki gerade im Mainstream auch, geht so bis 11 bis 12 Stunden. Deswegen runnt man eigentlich einzelne Welten, was so einzelne Chapter sind, in denen Aufgaben sind. Mhm. Das wäre in 25% halt einfach nicht wirklich so. Ihr könnt halt jetzt auch einfach spenden, Heinki starte in Welt 1 oder so. Ich weiß nicht, ob das geht. Er könne machen, wird für ihn relativ einfach wahrscheinlich. Das Schöne ist, das Spiel passt sich deinem Playstyle auch an und das ist natürlich jetzt auf Heinkis Playstyle angeschlossen. Und falls ihr Heinki nicht kennt, oh boy, der Junge ist
fit wie sonst was. So, ihr seht auch schon. Also, sag du. Nee, ich wollte gerade sagen, ist auch Leistungssportler im Endeffekt. Ja. Also mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob er offiziell Leistungssportler ist, aber vom Niveau her. Ja. Ihr sagt doch gerade, ihr könnt alle teilnehmen, wenn ihr wollt. Also ihr könnt die Übungen mitmachen. Das geht. Ihr habt halt nicht den Ring, aber das geht. Ihr seht auch, dass vieles mit dem Joy-Con funktioniert. Der trackt nämlich so, wie der Ring bewegt wird und wie der Ring gedrückt und ähnliches wird. Und ihr seht die Aufgaben, die ihr machen sollt. Das wird euch immer wieder angezeigt. Das zu Beginn ist erstmal ein Aufwärmtraining. Deswegen der Run beginnt jetzt. Eigentlich ja schon begonnen mit der ersten Übung. Aber ja. Gut. Ja, mit $25 könnt ihr halt Mist bauen. Und Drew Zockt hat direkt schon eine reingehauen, wie ich das sehe. Ah, jetzt kommen sie auch rein. Deswegen gib mir mal eine Sekunde. Was haben wir denn hier? Ah, okay, das ist der Grund, warum er zu uns weggedreht ist. Die erste Spende kam von Drew Zockt. Er soll sich doch bitte zum Audience drehen. Ja. Ach so. Noch was ich schon vor dem Run erwähnt habe. Heinke hat zwei Favorites-Spenden, die er gerne hätte. Das eine ist, die Zack-Crew ist vor Ort. Zum Großteil. Aber wenn ihr da euch was Witziges einfallen lassen könnt, könnt ihr das gerne spenden. Seid dabei bewusst, wenn ihr bestimmte Leute auspickt aus den Zuschauern, die nicht so bekannt sind, also wie sie jetzt einen Agik würden sie nehmen, aber random, keine Ahnung, einen Hedwig wäre eher unwahrscheinlich. Schreibt eher Heinkis Freunde, weil damit können sie eher was anfangen. Statt halt Zack-Crew. Und es gibt eine Person, die er gerne vorne hätte, nämlich, wenn wir dafür sorgen könnten, dass Speedfarm, ich schreibe den Namen nochmal in den Chat, nach vorne kommt und Hardbass spielt, dann fände er das auch ziemlich cool. Okay. Übrigens, da hat das Publikum eben so ein bisschen mitgemacht. Ich glaube, das war auch eine Spende, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ich sehe es nicht. Es gibt eine $20-Donation, wenn sie die genommen haben. Die ist aber in Pending in Action. Deswegen nein. Es gab aber eine 25 von Soundcheck. Put the game on the minimum difficulty. Also einfach so einfach wie möglich, was für Heinke jetzt nicht größte Schwierigkeit werden könnte. Aber das geht halt auf die Arme, das Drücken von dem Ding. Mhm. Was soll er spielen? Er soll mit der einfachsten Difficulty spielen, also mit der einfachsten Schwierigkeit. Ja, aber jetzt sieht man schon ein bisschen was von dem Gameplay halt. Du bewegst dich wirklich durchs Laufen. Du hast sowohl einen Joy-Con auf deinem Oberschenkel angebunden und halt den Ring und beide zusammen tracken, wie du dich bewegst. Und je nachdem bewegst du dich auch in Ingame. Und wir haben Bosse und Gegner, die funktionieren halt so, dass wir die Aufgaben machen müssen. Wir können uns aussuchen, was wir machen so ein bisschen gegen die. Das Overhead-Band, das sah gerade lustig aus. Ich glaube, das will man vor so einem Publikum nicht unbedingt machen. Nee, nicht wirklich. Es gibt so einige Aufgaben, die will man wahrscheinlich nicht so machen. Aber ja, man macht die Aufgaben, je besser man sie halt macht und je länger sie hält, desto stärker der Angriff. Und nach einer gewissen Runde Anzahl, wo man angegriffen hat, kann der Gegner angreifen und wir müssen mit bestimmten Übungen kontern. Das ist basically das Game. Und ihr seht schon, dieser Boss hat ein bisschen Leben. That's what she said, ja? No. Oh ja, okay, jetzt kommen die Donations wirklich rein. Wir haben eine 50, die in Pending ist, eine 25. Apparently, Lovecare cannot wings, so let's get her home to go and come. Ah, okay, sie soll nach vorne kommen. Ach so, und blinzeln. Ja, blinzen, winkeln, Bonuspoint, wenn sie halt... can do it, whistle rapidly... Bonuspoint hätte es gegeben, wenn sie den Ringfit-Ding irgendwie squeezed hätte, aber ich glaube, das wird schwierig. Ach so. Ja, mit einem Bosskampf ist das sowieso ein bisschen doof dann. Ja, es scheint aber dieses Mal zu sein, dass sie die $25 direkt durchgehen lassen, die 50 aber nicht. Lies gerade im Main-Chat TikTok-Moment. Ich glaube, hier wird man einige TikTok-Momente zusammentragen können. Wenn man bis jetzt geht, ist ja relativ einfach für ihn. So, die er kommt gut hin, das ist für ihn wahrscheinlich noch sehr einfach. Übrigens bei dem Schriftzug Hold sieht man auch mal, wie lange man dann halt so in der Hocke bleiben muss. Ja. Okay, scheinbar müssen die Leute aus dem Publikum mitmachen. Ich finde schön, dass sie das tun. Mhm. Agig ist da direkt hinter Heinki auch. Ja.
Ja, sie müssen mal gerade gucken, wie sie das Licht einstellen für ihn. Weil natürlich so ein Licht-Setup dich auch schon so zum Schwitzen bringen kann. Mhm. Achso, jetzt ist das Ganze ein bisschen schneller. Ja. Muss ja auch ein bisschen anstrengender werden. Finden. Richtig. Aber ich finde halt generell so diese Art und Weise, wie man hier ja, Sport betreibt, sehr interessant. Weil es halt sehr spielerisch ist. Das hat einigen wirklich dazu geholfen. Das hatten wir in einem Commentary bei der... Ich weiß gar nicht mehr, wann Wing Fit mal war. Wir hatten vor kurzem mal irgendwann... Komi war das doch, ne? Nicht der Meinung? Nee, da hatten wir Switch Sport, aber ja, irgendwo... Stimmt. Irgendwo wurde das erwähnt. Mhm. Ah, gekifft mal gerade Heinki den Ring zu drücken. So kann man das natürlich auch. Das ist jetzt dafür da, um halt zu schützen. Ah. So besser wir drücken, desto besser Schutz haben wir. Das sieht aber sehr, sehr befremdlich aus. Ja. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger so gewollt. Aber jetzt arbeiten Heinki und Agik zusammen. Oh. Aber jetzt macht Agik die Aufgabe. Ah, Heike kann halt auch mal eine Pause gebrauchen zwischendurch, ne? Aber das geht ja, man muss einfach nur die Arme drehen in der Aufgabe. Oh. Das kann nach einer Weile auch anstrengend werden, so ist es nicht. Das war. Es gibt übrigens eine kleine Info zu Ring Fit Adventure. Heinki, Nuster, Ruven, glaube ich noch, und noch jemand, wollen eventuell Ring Fit als Koop oder beziehungsweise als Race einreichen. Oh. Fürs ZFM. Oh, das wäre geil. Bei Nuster hatte ich mich sowieso gewundert, warum sie hier nicht mitkommentiert. Na, aber ich denke mal, das wird einfach zeitlich bedingt sein. Ja. Und die Hüppe schwingen. Das sieht doch wundervoll aus. Packt Musik drunter und es sieht aus, als würden sie tanzen. Macarena-Musik. Das würde gerade ganz gut passen, glaube ich. Ja, doch, ein bisschen. Ja, aber die sind alle so ein bisschen off-sync. Ja, jetzt nicht mehr. Naja, kann halt sein. So, Agik ist ja jetzt auch nicht der Sportlichste, glaube ich. Also, er hat eine gute... weiß man es nicht bei ihm. Also er hat eine gute Lunge, wenn es darum geht zu reden. Ja gut. Ja, aber Heinki sagte gerade, das ist halt Level 30. Also normale Bosse in den unteren Stufen gehen halt schneller. Mhm. Aber auf Level 30 ist so ein Boss natürlich hart. Der dauert dann noch eine Weile. Das Training soll ja dann auch ein bisschen anstrengender sein. Genau. So, jetzt muss er seine Arme schön drehen. Ihr könnt ja aber, wenn ihr Langeweile habt, die Übung nachmachen. Mal gucken, wann ihr sagt, dass ihr euch wieder hinsetzen müsst. Ja, nachdem ich aufgestanden bin. Fühl ich. Obwohl, so schlimm ist es bei mir im Moment nicht. Ja, aber ich hatte auch, als wir das letzte Mal hier gesehen hatten, da war ich ja auch am Überlegen, ob ich mir das selber mal hole. Weil für Sport machen ist das eigentlich gar nicht verkehrt. Nein, man kann so eine kleine, sagen wir mal 10 Minuten Runde machen und hat schon ein bisschen Sport im Tag getrieben. Ja, eben. Man muss es ja nicht so, so intensiv machen, wie Heinki jetzt hier gerade zeigt. Mhm. Ja, man muss halt, wie gesagt, auch sagen, das Spiel passt sich deinem Spielstil auch an und genau. Auch deiner Kondition. Also wenn du merkst, dass es zu viel war, kann es spätere Level darauf anpassen. War das nicht sogar so, dass das Spiel irgendwie irgendwelche Herzrhythmusstörungen genau. Oder so erkennt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es erkennt diverse Werte. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie akkurat die sind und so. Das. Ich traue den Joy-Cons vieles zu, aber nicht jetzt alles. Ja, setzen kein Arzt. Sagen wir es mal so. Ja, das ist wahr. So, ich gucke mal gerade bei Spenden, ob da wieder was kam. Mhm. Ah, okay, die eine 25-Dollar-Donation von Nanki haben sie gerade gemacht, wo Agik nach vorne kommen sollte und eine Seite des Rings halten sollte. Ach so, ach, das war das Ding. Das war die Donation.
Oh, die $50-Donation von Indizio wurde sogar rejected. Oh. Oh Gott, da kann man ein paar $25-Donations, glaube ich, gerade. Oder nein, es sind doch nur zwei. Ah, okay. Eine anonyme Spende kam rein, die mit Heinke tauschen sollte. Also. Irgendwie ganz schlecht für Agit, dass er ganz vorne sitzt. Stimmt. Ja, das machen sie jetzt mehrmals sogar. Oh, die machen wirklich das oh Gott. Overhead. Ja, das heißt, jetzt braucht Agit voll dem dieses Band. Mhm. Heinki sagt gerade so, Agi muss davon jetzt 17 bis 20 machen. Und für Leute, die diese Übung schon mal gemacht haben, ja, das ist ein bisschen anstrengend. Okay, richtig. Aber er stellt sich gut an. Hm. Bisher zumindest. Oh, es steht also unter dem Hold steht auch, wie oft er die Übung machen soll. Er muss sie 33 Mal machen. Oh. Da fallen doch die Beine ab. Ja, oh, Heinke hilft, wie süß. Heinke gerade meldet sich so, jetzt wird's noch weirder. Weil wenn man sich halt das eigentliche Spielgeschehen mal anguckt, wir kämpfen halt Bosse, die wir uns hinlegen und die Beine spreizen. Klingt irgendwie sehr, sehr falsch. Heigi auch gerade so, er hat ja schon zweimal eine Geburt miterlebt. Stimmt. Der ist gewohnt. Gut, ich glaube nicht aus der Perspektive, aber. Im Mainstream. Hast du das gerade gelesen von Nana? Nein, ich hab den Mainstream nicht offen. Was hat die geschrieben? Agi giving birth to this, IRN Brew? Okay, nee. Oh, das sieht auch nicht. Keine Ahnung. Das sieht auch nicht wirklich richtig aus. Ich überlege gerade, was ARN, wofür das stehen soll. Moment, ich kann den. Wo war der jetzt? Hä? Ach, da. Kann das mal kurz hier reinposten in den Chat? Ja, wäre gut. Was hätte ich genau. Wir haben alle eine Geburt miterlebt, ja. I've given birth. Hier, Andrew. Ich hab keine Ahnung, was es bedeutet. Aber ja, was man gerade noch gesehen hat, die Farben spielen auch eine Rolle, wie oft man eine Übung machen soll. Die gelben sind dann noch die sich länger halten. So, du kannst dir Zeit dabei ein bisschen lassen. Oder sie gehen ein bisschen länger. Die blauen sind, dass du das schnell hintereinander machen musst. Okay, jetzt mitten im Angriff wird das Band wieder gewechselt. Auf Hanky. Witzig wäre jetzt auch, dass jemand den Ring weitergibt und Heinki das an seinen Arm packen muss, das Band. So. Weil dann könntest du die Laufübungen theoretisch mit den Armen machen. Stimmt. Während jemand die Ringübung macht. Und generell wäre es halt witzig, wenn das auf zwei Leute aufgeteilt wird. Also Heinki lässt das Band halt an seinem Bein und ein anderer benutzt dann halt den Ring. Also da muss man den Ring so an seinen Bauch ranpressen, ne? Mhm, genau. Das sah eben kurz so aus, als wenn Heinki einfach nur dasteht, aber nee, das ist doch tatsächlich schon ein bisschen anstrengender als nur dastehen. Du musst diesen Ring wirklich an dich drücken und dieser Ring hat Widerstand, also das ist jetzt nicht so ein kleiner Plastikring. Also klar, er besteht aus Plastik. Er ist formbar. Also wir gerade gesehen haben, er hat sich hochgeheilt. Man hat halt Heilungs-Item. Weil, naja, du willst natürlich jetzt nicht sterben, wenn du kurz vom Boss bist. Richtig. Heinke gerade im Main-Chat auch, das hier ist seine Lieblingsübung. Die fühlen auch relativ einfach aus. So. Muss man Angst haben um die Haltbarkeit? Nee, überhaupt nicht. Der Ring ist schon wirklich haltbar. Also du drückst den schon häufig. Dass der zerbricht, ist
unwahrscheinlicher. Also ich kenne jetzt niemanden, der wirklich das Problem bis jetzt hatte, dass das Ding kaputt gegangen wäre. Es sieht schon ein bisschen anstrengend aus, ja, ein bisschen vielleicht. Ja. Ich sag mal so, ich habe schon 3 Kilo abgenommen, nur vom Zugucken hier. So schlimm, okay. Okay, die nächste $25-Donation kam rein, aber ohne, bevor der Text angezeigt wird, wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Okay. Die Aussage von Koala Bär finde ich ganz interessant. Habe meinen nach 2 Jahren kaputt gemacht, nach täglichem Gebrauch. Ja, also. Und das 2 Jahre lang ist schon ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Man kann das Ding auch danach nachkaufen. Also, ja. Man kann die relativ einfach wieder nachkaufen. Das war halt während der Pandemie ein bisschen schwierig, weil während der Pandemie wollten halt viele irgendwie Sport machen. So, man war ja halt irgendwie zu Hause und konnte nicht ins Fitnessstudio und ähnliches. Und daraufhin hat irgendwie die Verkaufszahlen dieses Spiels plötzlich einen rasanten Boost gemacht. Und dann hast du es teilweise bei Amazon einfach nicht mehr bekommen. Okay. Kann der Ring wirklich kontrollieren, ob man sich so bückt oder so, kann man ja voll cheaten. Man kann theoretisch allgemein cheaten in dem Game. Das ist möglich. Du hast aber nicht nur den Ring. Wenn ihr es genau seht, trägt er am rechten Oberschenkel ebenfalls noch einen weiteren Joy-Con. Zusammen tracken die wirklich, wie der Ring bewegt wird. Übrigens der linke Oberschenkel. Hm. So eine kurze Korrektur. Ja. Für die Leute, die jetzt Heinkis rechtes Bein absuchen. So, ich glaube, das Cappy ist jetzt auch irgendein Incentive gewesen. Ja, er muss jetzt mehrere Hüte tragen. So. Oh, wow. Okay. Du betrügst am Ende dich nur sehr. Klar, du kannst natürlich gerne 40 bis 50 Euro für das Game ausgeben. Weil du kaufst das Game plus halt das Equipment, muss man sagen. Ja, da hat du schon recht. Das macht halt keinen Sinn so. Warum solltest du das tun? Eben. Und das Appeal nach 2 bis 3 Stunden braucht, und muss ich sagen, ja, klar, denn bei 2 Jahren mit 2 bis 3 Stunden, dann geht dieser Ring. Da wird das Plastik um diesen Ring wahrscheinlich auch nachgeben. Ja, Jim, also oder während eines 10-Stunden Speedruns, da kann man es dann verstehen, wenn da halt irgendwie gecheatet wird. Nein, wird es sogar, glaube ich, nicht. Selbst der 10-Stunden Speedrun macht das nicht. Ah, okay. Der 10-Stunden, wie der Speedrun auf, soweit ich es weiß, auf komplettes Game ist, ist, dass man sich Pausen nimmt. Ah, okay, ja gut, dann geht's ja noch. Aber cheaten wird, glaube ich, selbst da nicht gemacht. Okay. Wie cool ist dieser Hut? Ja, dieser Hut ist jetzt schon mehrmals aufgetaucht und... Ja. Ah. Oh Gott, jetzt auch eine Sonnenbrille. Oh Gott. Stehen tut sie ihm. Ja, das auf jeden Fall. Bums, der Hut ist runtergerutscht. Im Moment muss er eben nur rumstehen. Also den Ring halt wieder an den Bauch drücken. Ein Meme nach dem anderen. Der Ring ist aus faserverstärktem Plastik, der hält schon was aus. Ah, okay. Hm, gut zu wissen. Ah, jetzt muss dieser Twitch-Partner hier das machen. Have fun with that. Und während er das einstellt, wird das Ding an seinem Bein, an seinem Oberschenkel befestigt. Wird sich geheilt. Man kann 2 Items, also wenn man ein Item nicht mehr hat, kann man es natürlich auch nie benutzen. Oh, Heigi muss auf Deutsch jetzt kommentieren und Anweisungen geben. Dann können wir ja kurz ruhig sein. Ja. Kommentiert Heigi jetzt seinen eigenen Run bei uns im Respring. Warte. Wenn Sif da ist, kannst du lauter machen, Sif? Okay, Junge, was machst du da? Warum passiert hier nichts? Wie so ein Drill Instructor. Ach, wir sind auf dem Clean Feed, ja klar. Ach so, ah ja gut.
Ich hatte Sif eigentlich gesagt, auf den Restream-Feed zu gehen. Ja, das habe ich vorhin sogar noch mitbekommen. Nee, aber Heinki macht gerade quasi den Fitnesstrainer auf Deutsch. Motiviert ein bisschen, spornt ein bisschen an. Ist Sif noch da? Sonst würde ich gerade selber auf auf den Restream wechseln mal. Dann mach selber lieber schnell, bevor, ja. Bevor wir zu lange warten. Wer hat gesagt, dass du Pause machen darfst? So, wir müssen jetzt den Restream wieder hören. Sehr gut. Ja, hier, Füße bleiben gestreckt. Ja, hier hoch. Sehr schön. Ah, da weinen ein paar Leute. Ihr dürft gerne weinen. Ihr dürft eure Mama anrufen. Das ist mir egal. Aber Hauptsache, warte, ich mach jetzt mal gerade lauter. Ja. Hey, was da? Ihr dürft gerne weinen. Ihr dürft eure Mama anrufen. Ja, sehr gut. Hey, wieder runter. Weiter geht's. Wer hat gesagt, dass du Pause machen darfst? So, wer? Oh, was soll das denn hier, Floa? Mach mal weiter. Wegen dir müssen jetzt alle 200 mehr machen. Das geht doch nicht. We've got a $10 donation from Big Fat with ASX. Tada! It says first AOE. Aber man hört jetzt gerade auch. Thank you, AOK. This key is awesome. Ja. Okay, sehr schön. Schnell machen. Ey, wer hat dir erlaubt, dass du reden darfst? Nein. Ich bin jetzt dran. Los. Und schneller. Komm, schneller. 10 Stück, komm. Hoch. Öffnen. Und zusammen. Öffnen. Und zusammen. Öffnen. Los, öffnen! Hey, los! Noch zwei! Noch zwei! Und noch einen! Ich hab nicht gesagt, nein, nix da, du machst noch zwei! Los, du machst noch zwei! Ich hab nicht gesagt, dass du aufhören kannst! Ey, hört auf, Pause zu machen, hoch mit euch! Aber geil! Das war ein geiles Segment. How long after do this? Yeah, I think it's enough for this. Also, I don't... Okay. So, ich hab's wieder... Ja, ich hab's leise gemacht. Ich hab's schon wieder leise gemacht. Ey, was war das denn? Also, ich hab grad beschlossen, ich lasse nicht zu, dass Heinki mein Fitnesstrainer wird. Nein! Da werd ich nur depressiv bei. Depressiv oder aggressiv, eins von beiden, je nachdem. So, jetzt hört ihr aber auch ein bisschen den Mainstream wieder. Das sollte, glaube ich, für dieses Segment besser sein. So, und ich kann hier aber wieder ein bisschen leiser machen. Nee, aber das war lustig gerade. Ja, das war wirklich lustig. Sehr gute Spende. Von wem kam die? Ich guck mal gerade nach. Wer auf die Spende kam, das ist ein Kommentar. Ah, von Sir Skeleton kam die Spende. Ah, okay. Ah, gut gemacht, Sir Skeleton. Weiß gar nicht, ob du Deutsch sprichst, aber egal. Well done. Ah ja, wir besiegen jetzt den Boss, um dann den richtigen Boss zu haben. Das hier ist nämlich nur der Stage-Boss. Ah, okay. Not actually a challenge, just a comment saying super events. Merci pour le stream. Hey, very good. Die Franzosen bedanken sich gerade bei diesem Event. Oder ein Franzose. Ja, Spende oder wo? Ja, es kam gerade eine $50-Spende rein von einem Franzosen, der meinte so. Ja. Und Level up. Oh mein Gott, beim nächsten Mal, wenn er rennen muss, dann muss hinter ihm eine Konga gestartet werden und die müssen wirklich durch den Raum laufen. Ja, plötzlich bin ich froh, dass ich nicht vor Ort bin. Ja. Alright, do we want to measure the pulse? Nah. So. I'm alive, that's enough. Okay, wir messen nicht seinen Puls. Man sieht aber ein paar andere Daten. Wie viel Kalorien und so er verbraucht hat. Ja gut, ich glaube, Puls messen wäre hier auch ein bisschen schwierig. Da bräuchte ich da mindestens ein Gerät noch am Handgelenk. Ja. Puls is more than one, steht im Main-Chat gerade. Obviously. Aber das Spiel erinnert sich immer noch, sagt ja auch immer so, trink noch mal was, mach Pause und so. Ah ja, jetzt laufen wir. Oh Gott, das kann ja was werden.
Wie sie nicht hinterherkommen. Is the game even capturing it? I don't even know. Stand on the feet. Stand squats. Okay. Squat. And squat. Oh Gott. Squat time. Squat. Squat, squat, squat. And whoop. And whoop. Das ist halt der Vorteil, wenn du ein Headset hast, was du halt auf Funker hast, dass du das machen kannst. Okay, keep running. Keep running, keep running. Findet ihr noch Heinki in der Menge? ganz vorne irgendwo, ne? Okay. Ja, irgendwo vorne. Auf Fight Time. Das ist ja nicht nur Laufen gewesen, sondern die musste ja zwischendurch auch noch andere Sachen machen. Ja, jetzt muss er aber fighten, deswegen müssen sich alle wieder setzen. Genau, so eine Raumcam wäre tatsächlich ganz gut gewesen an der Stelle. Ja. Aber nur für ein so ein Segment, von dem man ja am Anfang nicht mal weiß, dass es kommt. Naja. Und wir ein bisschen mit den Hüften wackeln. I promise you won't die. Others have survived too. Ich glaube, das tut aber zwischendurch auch ganz gut, weil es halt eine relativ einfache Übung ist. Mm. Da kann man erstmal wieder so ein bisschen runterkommen, bevor dann die schweren Sachen wieder anfangen. Richtig. Das ist, glaube ich, auch der Sinn dieser Übung. Der wird jetzt wohl Heinki gespielt, ja. That's so 2011. Instead, he has to put on a shirt or a jumper or a hoodie from each of his legs. What do I have to do? You need a shirt or a hoodie or something for each of your legs if we've got members of the audience willing to donate. Oh, er muss ein Hoodie oder ähnliches an seine Füße jetzt binden. Oh, vom God. Audience. Oh Gott. Mir tun die Jacken jetzt gerade ein bisschen leid. Die werden jetzt gleich ein bisschen nach Schweiß riechen. Nach Heinki-Schweiß. Ich glaube, die werden dann nachher auf eBay verkauft. Come on, I wanted to do squats and you were taking it away from me. Okay, yay. Heinki ist doch der Ego-Shooter-Typ eigentlich, oder war das nicht was mit Deus Ex? Ja, er ist bekannt bei uns vor allem für Deus Ex, glaube ich, geworden, aber auch genau. Für Command & Conquer spielt er. Age of Empire hat er gezeigt bei der ESA schon. Aber er ist auch voll dem dafür bekannt, ein sehr sportlicher Typ zu sein. Ja, also macht auch Kampfsport. Also auf Twitter sieht man da einiges. Kampfsport, Ausdauersport, solche Sachen halt. Also der Typ kann sich bewegen. Oh ja. Nein, er verliert die Jacke. Oh nein, er hat Kleidung verloren. In die Hose reingestopft. Ist natürlich auch eine Idee. Sehr schwer, sehr schnell zu spielen. Und das Spiel ist ein Speedrun. Aber jetzt muss er erst mal wieder in den Rhythmus reinkommen. Ist ein Schnellspruchbuch. Gesundheit. Dankeschön. Er hat ziemlich dicke Arme. Ja. Naja, drahtig. So muskulös drahtig. Ich ja. Vom Körpertyp einschätzen. Das Ding ist, in diesem Twitch-Service zu considerieren, er ist noch looking. Vielleicht sollte ich auch mal mehr tun. Jo. Also Sport machen ist ja nie verkehrt. Deswegen er soll ganz viele Hüte tragen. Oh nein. Er sah ja nach dem einen Hut schon sehr verschwitzt aus. Ich meine, das wird auch richtig warm sein darunter. Das ist der Drip, Leute. Und der große Hut auch wieder rauf. Das Schlimme ist ja, in so einer Situation sieht er ja kaum noch was. Das heißt, er muss da teilweise auch nach Gefühl jetzt gehen einfach. Guck mal im Hintergrund, die eine Person, die jetzt mitmacht, die Übung. Ach, da hinten. Tatsache. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Nee, ist mir gerade nur ganz per Zufall aufgefallen. Achso, man bekommt Feedback vom Joy-Con. Ah, okay. Ja, gut, aber ich hatte die Frage nicht mitbekommen. Es ging darum, dass Heinki ja jetzt nicht sieht und das Ganze nach Gefühl machen muss. Ja, nein, du bekommst ein bisschen Feedback vom Joy-Con, der vibriert. Was bedeutet okay. $25 per Cent? Ihr könnt mit Spenden, Ausrufezeichen Spenden, wenn die $25 betragen, sagen, was Heinki machen muss. Oder die Zuschauer oder jeder, der gerade da vor Ort ist.
Das heißt, beispielsweise hat jemand $25 gespendet, dass er alle Hüte tragen muss. Oder $25, dass er seine Füße bedecken muss mit Kleidung. Und solchen Kram. Also alles, was ihr so an weirden Sachen seht. Wie zum Beispiel Agek, der das jetzt... Der ihn jetzt kommandieren muss. ja, das ist auch mit $25. Immer noch, falls ihr noch spenden wollt, schreibt DE in euren Namen, damit wir wissen, dass eine deutsche Spende reinkam. Schreibt auf Englisch, damit die ESA weiß, was getan werden muss. Und wenn ihr Heiki Freude machen wollt, erwähnt doch vielleicht die Zack-Crew, bis die nach vorne kommen soll. Am besten schreibt ihr einfach Heinkis Freunde. Das reicht. Genau. Wir hatten ja vorhin schon mal das Segment, wo Heinki dann auf Deutsch den Drill-Instructor spielen musste. War schon sehr, sehr witzig. Ja, jetzt macht Agik das. Und hier wieder eine Übung, bei der wir den Ring an uns in den Bauch drücken müssen und auch halten müssen. Overhead arm twist, right, you're gonna swap midway through, go, twist, 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 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop showing half you, you've dropped your ass, what are you doing? I don't see anything. Ist auch eine Donation Reason, dass Heinke sich so komisch bewegt jetzt? Nein, ich glaube, das macht einfach auch Spaß. Achso, okay. Ja genau, Bauchpresse. Not like that, oh, you killed it, damn it. Oh, I'm done. The game's beat me up, damn it, right, okay, time to run, mate, go for it. Ich guck mal gerade, was so... Oh, wir haben fast Level 41 erreicht jetzt. Also für die einzelnen Übungen, wie man da gerade sieht, gibt es dann halt auch Erfahrungspunkte, damit auch Level-Ups. Also das hat auch so einen schönen Motivationswert. Und jetzt wird wieder gelaufen. Okay. Macht sich mit den Dingern an den Beinen natürlich ein bisschen doof. So, ich bin mal ganz kurz. Was am Machen? Ja, aber hier müssen wir jetzt im Grunde einfach ja, laufen und ab und zu dann springen, beziehungsweise ab und zu Sachen machen. Also zum Beispiel das Tor öffnen mussten wir, glaube ich, machen, indem wir halt den Ring da immer wieder zusammendrücken. So, hier müssen wir halt im Endeffekt Kniebeuge machen, um die Sprungfedern zu benutzen. Hier müssen wir schon ein bisschen höher kommen. Ja, hat aber geschafft. Ich bin mal gerade kurz was am Schreiben. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, klar, klar. Ja, so lange kann ich ja so ein bisschen hier kommentieren. Ist ja eigentlich alles selbsterklärend aktuell. So, da haben wir uns durch so ein paar Kisten noch durchgewurstelt. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Heinke ist ja jetzt leider gerade im Bild nicht mehr so wirklich zu sehen. Ah, jetzt ist er wieder da. Jetzt hat er uns gehört. So, ah, und jetzt wird gerudert. Und ich glaube, hier kann man tatsächlich, wenn man das Ganze schneller macht, auch sich schneller fortbewegen. Das ist dann im Endeffekt ja tatsächlich eine Speedrun-Spread ist, wenn man so will. Also darum hat Traumfalke irgendwann auch den freien Modus mehr gemocht, weil man da schöner variieren konnte. Okay. Wie gesagt, ich bin halt beim letzten Mal schon stark am Überlegen gewesen, ob ich mir Ring Fit mal hole. Also ich hatte mir sowieso vorgenommen, ein bisschen mehr vorzumachen. Das ist ja schon eine schöne Art des Sportmachens. Bis ich halt hier nur so ein bisschen den Platz dafür freimachen quasi. Ein bisschen Platz braucht man ja schon, um das durchzuführen hier. So, und da hat er den Stern bekommen, hat sogar noch ein Level Up. New exercise, yeah, let's take that. Water soap. Du, du, du. Okay. Gut, Skill-System, da kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen beim Spiel. Man hat da eben gesehen, dass wir irgendeinen Skill ersetzen konnten. Was das jetzt für Auswirkungen hat, weiß ich nicht, aber der eine oder andere von euch weiß es bestimmt. Und Tamara schreibt auch, Ring Fit macht Spaß.
Da stelle ich mir auch sehr spaßig vor. So, und wir haben einen Kampf und irgendwas. Achso, die beiden müssen das jetzt machen. Also jetzt wurden halt zwei Leute aus dem Publikum ausgewählt, die das gemeinsam machen müssen, während Heike so ein bisschen Pause hat. So, und Argik hat halt den Ring in der Hand und ich weiß halt nicht, wer der andere ist, aber der hat halt das Gerät da um sein Bein geschnallt. Ja, und es gibt bestimmt Übungen als Challenges, die fast unmöglich auf S zu schaffen sind. Manchmal muss man 100% perfekt dafür schaffen und der Controller reagiert manchmal nicht beziehungsweise falsch. Ah, okay. Echt frustrierend, oder? Stelle ich mir auch frustrierend vor. At your arm, and when you just do this, to run very quickly. The more you know. Aber wir müssen den Ring jetzt, so hin und her bewegen. There you go. No problem. No problem. Irgendwie eigentlich in so einer Hose bleiben müssen. Okay. Ich habe fertig geschrieben, was ich schreiben musste. Okay. Nee, wir müssen eigentlich in so einer bestimmten Pose bleiben, während wir dann den Ring hin und her bewegen. Und dieses in der Pose bleiben, das muss halt, wie gesagt, ich weiß nicht, wer das da in dem schwarz-weißen Hemd ist, weil der muss halt die Pose beibehalten. Gerade braucht die Donation-Seite so ein bisschen. Okay. Aber ich finde schon, wie sie da gerade zu dritt arbeiten. Genau. Heinki ist jetzt im Moment eigentlich nur da, um halt die Pose da so ein bisschen zu unterstützen. Jetzt muss ich gerade nur noch den richtigen PayPal-Account benutzen, dann habe ich gleich eine Spinne reingeschmissen. Oh, ach, das hattest du gerade getippt. Ja. Jetzt bin ich mal echt gespannt. So. Es dauert gerade kurz, weil ich ein paar Daten raussuchen muss. Ja, klar. Deswegen bin ich auch kurz ruhig, aber ja, vieles erklärt sich ja von selber. Das wollte ich auch gerade sagen. Oh mein Gott, jetzt muss ich mein Handy rausholen wegen Authentifizierungscode. Code. Ja, ein bisschen mit der Hüfte wackeln. Ja, da müssen jetzt die beiden natürlich auch eigentlich ziemlich synchron miteinander arbeiten. Weil, obwohl Argik bräuchte sich jetzt eigentlich gar nicht bewegen, der hält ja nur den Ring. Aber Heike fängt schon gut an zu schwitzen. Ja, klar. Ich meine, sind da jetzt auch, ja, sagen wir, fast 40 Minuten mittlerweile. Und irgendwann kommt man da logischerweise in Schwitzen. Vor allem, weil Heike ja jetzt auch nicht den leichtesten Schwierigkeitsgrad quasi hat. Genau, das ist auch der Sinn vom Spiel. Jetzt geht die Spende rein. Okay. Mal gucken, wann sie vorgelesen wird. Ich bin mal gespannt, was du dir da hast einfallen lassen. Ach. Das ist echt anstrengender, als es aussieht, meiner Meinung nach. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es sieht da teilweise, also man sieht teilweise schon, wie anstrengend das ist, so ist es nicht. Aber auch so vermeintlich leichte Übungen, wie, weiß ich, den Ring hier oben zu halten zum Beispiel, geht halt auch ein bisschen auf die Arme, vor allem, weil man halt vorher die ganze Zeit Sport gemacht hat. Wir haben eine deutsche Spende sogar. Oh, das ist ja jetzt sehr überraschend. Was? Ich habe das Spendending gerade nicht. Ich habe sie offen. Achso, okay. Soll ich trotzdem vorlesen? Oh, sie wird vorgelesen. Ah. Ja, ich habe der Sack-Crew gesagt, sie soll doch mal bitte nach vorne kommen und helfen. Okay, jetzt bin ich gespannt, inwiefern die jetzt helfen. Du hast es ich habe spezifiziert, die haben ja selber eine Challenge zusammen gemacht und ich habe jetzt gesagt, sie sollen ihm jetzt helfen. Okay.
Ich muss mir das erlauben. Ich komme bei den Namen immer durcheinander, aber ich kenne alle drei. Das sind Heinki, Flora und Zed. Ach so. Rechts ist, Heinki sag ich schon. Hedwig rechts, Flora links und hinter ihm ist Zed. Ah, okay. Ich kenne sie alle vom Sehen her, aber bei den Namen komme ich halt immer durcheinander. Schlechter Nebenkommentar. Lalalala. Has donated $25 saying, can we get the first row to pick up some dolls from the chairs in the audience and exercise holding them instead of the ring for a minute? Okay. Be careful. die sollen jetzt die Puppen halten, die da irgendwie rumliegen. Oder die Pappaufsteller statt. Speak German. Nein. Ich möchte nicht. Wir haben das Dollar vom German Restream. Oh. Irgendjemand hat $50 gedonatet und gesagt, Heidi soll Deutsch reden. Okay. Das ist mein Insider. Wir haben diesen wundervollen Teppich im Angebot. Ah ne, die in der ersten Reihe sollen jetzt alle Puppen halten? Ich weiß nicht. Mein Vater ist groß und nett. Mein Vater ist groß und nett. Das ist Duolingo. Meine Mutter ist groß und schlau. Danke von der Person, die für den German Tree Stream gespendet hat. Sehr, sehr cool. Warum will ich Kaffee und Tee gleichzeitig haben? Milch mit Kaffee. Warum will ich Kaffee und Tee gleichzeitig? Ja, das ist alles von Duolingo Run. Ach so. Ah, okay. Warum seid ihr aus der Puste? Come on. Die Liege ist da. Leg mein Handtuch drauf. Ich weiß nicht, was Zed gesagt hat. Die Liege ist da. Ich leg mein Handtuch drauf. Also deutscher geht's nicht. Sieg und Sieg und so. So. Auf einmal hören alle auf Deutsch zu reden, weil die aus der Puste sind. Das gibt's doch nicht. Ich find's witzig, ich bin hier seit 41 Minuten auf der Stage und die Leute hinter mir sind schon müde. Was ist denn da los? Nein, 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 bleib unten. Bleib unten. Okay, ich denk doch nur an eure Gesundheit und an eure Beine. Bitteschön, immer wieder gerne. Oh, noch eins. Ich könnte es gerade auch kurz nochmal lauter machen, ne? Ja. Und weil es so schön war, noch eins. Wie gesagt, ihr werdet nie wieder. Ihr werdet diesen Tag entweder nie vergessen oder werdet nie wieder Beine skippen. Also eins von beiden. Leider weiß nicht die Audience, was ich hier sage, aber das ist okay. You never skip leg day. That's my wish. Oh, sorry. Noch zwei. Okay, ihr dürft laufen. Level up, hey! Congratulations. Look. Anonymous donated $25 saying, okay, das war's mit dem deutschen Reden. Ah, immer wieder lustig. Ah, Heinki, super. Ja. Ah, guck mal, der Boss. Oh. Genau, bester Speedrunner mit Humor. Richtig. Also, Heinki ist wirklich extrem sympathisch. Ich finde schon, wie die Zakru dabei war. Das ist super. Ja. Ich dachte mir, einen Wunsch von seinen beiden Wünschen erfülle ich ihm. Heinki sieht besser aus als der Boss, ja. Ah, wir sind bei 49.000. Oh, cool. Für $25 kann man sich seinen eigenen Squad kaufen. Ah, kenne ihn 4 Jahre oder so von Rocket Beans. Okay, sie muss ihn jetzt verkaufen, als wäre Heinki ein Preis. Beim Heinki macht doch schön mit, indem er da in Pose geht. Ja, aber der Boss von selber, ich glaube, ich auf das Spiel muss ich nicht mehr eingehen. Ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile verstanden, wie das Spiel funktioniert. Genau. Was cool ist, was Leute erwähnt, ist, oben auf der Zeichnung seht ihr genau, wo so du diesen Druckpunkt merken solltest. Mhm. Kann bitte jemand Alicia sagen, dass ihr Mann gerade verkauft wird? Übrigens, ein neues Spendending ist reingegangen, jeder kriegt ein Glas Wasser. Oh. Weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt, ob wir das einfach nur trinken sollen oder irgendwas damit machen sollen. Das ist das, was ich bisher gehört habe. Ich glaube, da geht gerade eine Truppe raus, um Wasser zu holen. Ah.
have it, but amazing. Water Fountain will take away. Ich glaube, das trinken die freiwillig. Ja, doch. Also zumindest die, die jetzt schon irgendwie mitgemacht haben. Ja, da wird verteilt. Oh, Heinke trinkt eine Cola. Ist aber nicht gesund, Leute. Bist du sicher, oder, dass das eine Cola ist? Nee, das ist ein Schwarz. Ja. Oh, lol. Ich meine, wir wissen nicht, was drin war. Vielleicht war es auch, keine Ahnung, Whisky oder so. Aber das glaube ich eher nicht. Welche Zeit zählt denn die links? 28 oder die 4? Für den Run, der geht nur ungefähr eine Stunde, zählt er rechts. Der andere zeigt ja an, wie lange du schon im trainierst. Genau. Die Leute. Ach, die bringen mir jetzt alle Wasser oder was? Nein, die holen sich alle Wasser davon ab, glaube ich. Ah nee, die bringen alle die Gläser weg. Oder bringen die ihm alle was zu trinken? Keine Ahnung, ich hoffe nur, dass er es nicht alles auf einmal trinkt jetzt. Habe ich gerade gehört, jemand soll David Hasselhoff nachmachen? Was? Ich habe die Spende nur so halb mitbekommen. Okay. Das ist kein Wasser. Es sieht aus wie Milch. Jemand hat ihm einfach Milch gebracht. Moment, was hat er denn da geschrieben? Ja, ich hoffe wirklich, dass er diesen Run als Race wirklich für ZFM einreicht. Das wäre sehr witzig. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem beim ZFM sind dann ja auch Leute vor Ort, die halt selber Ring Fit Adventure Erfahrung haben und dementsprechend da halt auch gut mitmachen können. Aber ja, falls ihr auch so dumme Ideen wie das hier habt, dürft ihr die gerne auch beim ZFM einreichen. Wir sind offen für dumme Ideen. Genau. Ich hoffe ja, dass wenn die Zack-Leute wieder da sind, ich weiß halt nicht, wie viele sich da schon angemeldet haben. Bisher glaube ich noch Heinke. Ah, okay. Ah, vielleicht ein paar mehr und dann haben wir vielleicht wieder ein Zack-Proberfest. Zwischendurch. Das war sehr witzig. Ist gleich vorbei, wir haben noch 14 Minuten. Genau. Und bisher haben sie die Spenden dafür noch nicht geschlossen. Bringt der Boss sich da gerade wirklich in Hose? Ja. Okay. Achso, wir müssen verschiedene Übungen machen, habe ich gerade gesehen. Die eine Übung, die war nämlich gesperrt, weil wir die vorher schon gemacht hatten. Mhm, genau, das ist ebenfalls. Also wir müssen immer mal unterschiedlich machen, dass du nicht halt einfach nur die ganze Zeit deine Arme drehst. Mhm, genau. Die kleinen goldenen Ringe sehen aus wie CDs. Mir noch nicht aufgefallen. Hatte ich vorhin auch schon überlegt, aber fand ich halt nicht wichtig genug, um es zu erwähnen. Oh ja. Well, unfortunately, I didn't do a preset before, and all the attacks I can do are single attacks, so this will take a while. Und hier wieder den, die Bauchpresse. Es wird gerade in unserem Community-Discord gefragt, wer das war mit der Spende. Mit der von German? Von mir. Ja, achso, von mir. Achso. Oh, I have a microphone. Forward ones. Champion. Ah, okay. This one. Sorry, guys. Ah, those ones. All right. Yeah, sure. Achso, Hedwig hatte das gefragt. Ja, Hedwig hat das gefragt und er hat auch schon geantwortet. Er war ja einer der Leidtragenden dabei. Ja. Oh, da sieht man aber mal, wie sportlich Heinz ist. Ja, Alter. Vor allem nachdem er halt schon knapp 50 Minuten hier Sport und gemacht hat. Und jetzt die Beine zu trennen. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also, mich würde es nicht wundern übrigens, wenn die nachfolgende Konsole ebenfalls so ein Game kriegt. Das hat einen ziemlichen Hype mitgenommen, das Game. Ja. Ich meine, im Grunde seit der Wii gibt es ja schon immer solche Sportspiele. Ja, aber The Ring Fit Adventure ist wirklich das erste, wo du richtig Sport machst. Mhm. Eben.
bei den anderen, also weiß ich hier, Wii Sports hatte ich ja damals auch eine Weile gespielt, da konntest du halt sehr viel cheaten, in Anführungsstrichen. Da hat das meistens sogar besser funktioniert, als wenn du das normal gemacht hast, also so wie es angedacht war. Ich weiß noch, wie ich Tennis gespielt habe in dem Game, also von daher. Ich hatte bei den Boxen mal so ein Problem, weil ich zu schnell geschlagen habe. Das hat die Wii nicht mehr wirklich registrieren können. Oh nein, mein... Was für eine Position, ja. Es sieht halt besonders lustig aus im eigentlichen Spielebildschirm. Wenn wir halt dem Boss zugewandt immer wieder die Beine auf und zu machen. Aber es ist halt eine sehr effiziente Übung. Im Community-Discord, ich habe Angst reinzugucken, aber ich tue es trotzdem. Wo genau? Meme? Nee. Oh! David hat gespendet. Hi Hanky, I saw you do Wushu. Would you like to show the crowd something? I'm scared of but I'll try. Jetzt bin ich gespannt. Achso, das ist Wushu. Oh Gott. Okay. Yay. One more jump. It's okay. Ready for Wushu? Da, Riesel hat gerade die Zack-Crew gefragt, ob die nicht mal eine Stunde Frühsport machen wollen auf dem ZFM. Finde ich gut. Ja, ich auch. Warte, like ich. Oh ja, stimmt. Like das mal alle auf dem... Ich glaube, da machen sie es eher. Also, ne, das ist in der Runner-Lava-Ecke. Also da haben ach so, viele keinen Zugriff drauf. Aber die Leute, die halt als Runner bei uns im Community-Discord drin sind, die können den Kommentar gerne mal liken. Sonst Ausrufezeichen Discord, uns am Discord beizutreten. Genau. Lohnt sich. So. Ich meine, du kannst das notfalls ja nochmal in der Community-Lava-Ecke posten, Riesal. Da kommen halt mehr Leute daran. Ich finde übrigens schade, wir haben jetzt gerade nur 3 Mitglieder gesehen und ich weiß, dass Dessa auch auf dem Event ist. Stimmt. Der hat sich einfach rausgehalten. Ah, der wusste schon, was ihn erwartet. Heinke zeigt, dass Gamer total sportlich sind, Speedrunner gegen Vorurteil. Das ist so, ja, das Heinke zeigt es sehr, sehr schön. Gerade auch einfach das Gaming auch sportlich Aktivitäten beinhalten kann. Genau. Wobei dieses Klischee, dass das halt alle Gamer, weiß ich sag mal, übergewichtig und blass sind, das ist ja nun mittlerweile auch schon vollkommen überholt. Auch wenn RTL da vielleicht immer noch dran festhält, aber ja, die. Aber bald ist Gamescore, yo, ich freue mich auf die Doku. It's a fairy, yeah, indeed. Okay, more hips, so I do double damage to the boss and. RTL und Bild, ja. Wobei halt die Gamescom-Doku von damals, 2011, das war ja von RTL. Da hatte die Bild ja ausnahmsweise mal nichts mit zu tun. Okay, we have a $25 donation from John Fitz. Says John Fitz here, this game is quite great and such. But the true fitness exercise obviously is hard bass. Can we get the heck hard bass crew on stage? Oh, okay. Ich habe gerade wegen der Spenden die Hard Bass Crew soll jetzt auf die Stage kommen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß auch nicht, wer gerade die Bass Crew sein soll. Ach so, die. Ach, da sind sie. Die Truppe von Magic Carrot. Ach so. Und Heike macht doch schön mit. Oh Gott. War das eigentlich ein neuer Weltrekord für Magic davon? Ja, war es ein neuer. Ah, okay. Ich habe es nur gesehen, aber nicht gehört, deswegen. Was geht da ab? Ja, die Leute sind bei Magic davon schon dabei gewesen und die sind da auch vollkommen am Ausrasten gewesen bei dem Weltrekord. Ja, und die Spende hat eben verlangt, dass die nochmal raufkommen. Ich sehe auch gerade, David hat gespendet. Also ich einfach David. Ja, der hatte... In der Liste.
Hm? Ja, der hatte gespendet, dass er diese was waren's? Diese Liegestütze mit Sprung machen musste. Ach so, ah. Ach, das war deine Schuld. Und Quicker hat auch gespendet, sehe ich gerade. Ah, hat er? Ja. Also in der Liste unten direkt vor David. Oh. Also ich sehe es halt nur im Stream unten in dieser Liste. Ja, ich sehe es, die Spende wollte, dass er ein paar Burpees und Jumping Jacks zu seinen Übungen packt. Ah, okay, wow. Weiß jetzt nicht, was Burpees sind, aber Jumping Jacks sind Liegestütze halt die... mit Sprünge. So, ah, okay. Aber du siehst Heinke wirklich schwitzen, das würde ich... Mhm. Ja klar, ich meine, wir sind mittlerweile eine Stunde drin in dem Run. Da hat das, macht das Wort Run wirklich mal Sinn. Naja, macht's auch so bei Speedrun, aber egal. Ich habe BTW Heinke mal im WhatsApp geschrieben. Alright, once again. Hey, you can help me with that if you want. And when I do whoop and whoop. Oh, wrong exercise, sorry. Oh. Heike hat so erschöpft, dass Agik mithilft, oder war das auch einfach nur eine Spende? Ich glaube, es war eine Spende. Ach so, okay. Boring. Oh, für Heike dürfte das jetzt ziemlich entspannt sein. Ja, ein bisschen, bestimmt, wenn Agik gerade mal hilft. Genau. Played on level 30. Just do one stage and you're good to go. Do that every day and you will be fit in the world. Heike gerade so, ey, wenn du eine kleine Exercise brauchst, geh einfach auf Level 30 und mach eine Übung, danach hast du deinen Sport für heute erledigt. Heike könnte locker noch eine Stunde machen. Ja, ja, glaube ich auch. Wie wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, Heike ist wirklich sehr, sehr sportlich. Very good. That's how it should be. Man hört kurz um vor vier den Veni und jetzt schon wieder, also es sind 12 Stunden seitdem vergangen. Eben, also ich habe normal, mehr oder weniger normal geschlafen. Vielleicht, weiß ich, 1-2 Stunden länger schlafen können, aber das passt schon. Das ist für Heinke ein lockeres Workout. Ja, da steckt mehr Wahrheit drin, als man meinen müsste oder meinen könnte, so. Hat Vinny eigentlich das gemacht, was ich von ihm wollte? Ja, hat er bekannt gegeben um 3 Uhr morgens. So, ja. Hm, das hab ich. War vom Timing her auch ganz gut, weil in dem Moment tatsächlich gerade nicht zu erklären war. Ja. Dem Run. Falls ihr übrigens diesen Run zum Großteil verpasst habt, der wird in den nächsten Tagen auf unserem YouTube-Channel, der wieder aktiv ist, laufen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, dann habt ihr uns scheinbar nicht abonniert. Ganz viele Videos sind gerade online gekommen. Oder beziehungsweise in der Nacht. Wir waren es 400, 500, irgendwie. Es waren 300 nur, weil noch Events fehlen. Ach so, ah, okay. Aber ihr habt 300 neue Videos. Bis ihr die durchgeguckt habt, alle sind die nächsten schon wieder oben, glaube ich. Ja, bis fehlen. Nee, nur so 30 Videos, die STDQ. STDQ habt ihr nicht freigeschaltet, Reza. Das ist immer noch auf ungelistet, das ganze Ding. Oh, okay. It's important to stay hydrated, everyone. And I do mean everyone. So wie das Fun-Event habt ihr auch nicht hochgeladen. Nur zum Teil, bei mir wurde mir nichts angezeigt und ich habe auch nichts in den Videos gesehen. Aber ja, jetzt dürfen alle Leute das Wasser trinken, aber das ist was für. Das können wir gleich besprechen, irgendwann. Alle trinken jetzt das Wasser. Da habe ich viel nachzuholen, oh ja. Naja, im Grunde das ganze Jahr jetzt. Ne? Also die Events zumindest vom ganzen Jahr. Da sind ja doch ein paar gewesen. AGDQ. Die Casual-Sachen kommen übrigens davon dann nochmal. Genau. Getrennt. Auf einem Zweitkanal. Entschuldige mich für mein Fehlverhalten, ich bin auch nur ein Mensch und muss auch mal schlafen. So, ich bin jetzt gespannt, ob er jetzt auch den Boss durchmacht oder wir bei einer Stunde aufhören, aber ich tippe, wir hören eher auf.
Und wenn das der finale Boss ist, dann denke ich mal, wird er den noch machen. Aber ich weiß es halt selber nicht. Ja. Es könnte vom Damage, den er verteilt, abhängen. Genau. Also rein von der Kondition her wird das auf alle Fälle noch weitermachen können. Müssten Spenden geschlossen sein. Sie schließen die Spenden ja nicht, aber sie nehmen dann irgendwann keine mehr an. No. Also dann werden keine Challenge mehr vorgelesen. Eigentlich gerade so wie jetzt schon vorbei. Wir haben noch nicht mal den Boss geklatscht. Damit haben wir die Stunde voll. Ja, Stunde voll. Er will doch gerade die Steine kaputt machen. Mhm, okay. Ja, das ist jetzt übrigens richtig hart. Drück so, diesen Ring zusammenzudrücken, so schnell. Ich wusste doch, ich spiele nur FPS-Games. Aber ich glaube gut. Lass den Mann den Boss machen. Ich sehe gerade, unterm Stream kommt, ist bei mir so ein Button im Squad-Modus anschauen. Weiß nicht, was das heißt. Stimmt, was ist im Squad? Aber das passt irgendwie gerade zum Spiel. Ah, das ist, wenn man da drauf drückt, sieht man den Zweitstream. Ah. Oh ja, Tatsache. Wie komme ich da wieder raus? Verdammt. Ja, zurückgehen. Also, ja, nein, mein Stream buffert. Meiner auch gerade. Ich sehe nur schwarzes Bild. Ich gucke so lange im Restream. Aber sie haben Time gemacht. Ah, okay. Also, jetzt. Aber war doch sehr, sehr witzig. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die jetzt dabei gespendet haben. Genau. Und was noch diesen Run wundervoll gemacht haben. Und falls ihr selber das spielen wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Ist für jeden irgendwie gemacht. Man kommt leicht rein. Und dann würde ich sagen, was ist von dem Run?